Und was machen deine Eltern? Meine Eltern ficken. Hecheln, Frau Müller, gleich ist es da. Hecheln. Ihre Bewegung ist diese. Mhm. Und wieder einhaken. Von hinten. Und die Hände flach, bitte schön. Ich habe nie so lange Finger. Ja, das macht nichts. Trotzdem. So, Frau Müller, das Kind ist da. Ein Mädchen. Ach, wie schön. Mhm. Ich habe was besonders Gutes gekocht heute, Eintopf. Ich hoffe, euch schmeckt das auch allen. Guten Appetit. Elisabeth, wie warst du heute in der Schule? Du sagtest doch, du schreibst eine Mathearbeit heute. Was ist los, Schatz? Was soll los sein? Warum ist es plötzlich nicht mehr scheiße hier? Ich habe mich halt an die Scheiße gewöhnt. Ich gehe auf mein Zimmer. Jeanne? Was ist denn los? Nichts! Hast du deine Übersetzung schon fertig? Ach, genau. Was passiert? Joshua wieder nicht da. Und jetzt? Am Mittwoch am Leuchtturm, er wird da sein, ganz bestimmt. Was hast du mit dem Geld gemacht? Ein Schließfach am Bahnhof. Wir müssen hier weg, Clara. Heißt, wir gehen also davon aus, dass wir von hinten an die Person herantreten und die Beine zwischen die Füße stellen. Um im Extremfall leistet er jetzt Widerstand, indem wir hier reindrücken, den Widerstand unterbinden. Das heißt also, reindrücken ist vielleicht nicht der richtige Ausdruck, man muss schon mit einer gewissen Körperkraft in die Person dann reingehen, damit er nämlich nach vorne wegrutscht. Logischerweise nur dann, wenn er wirklich Widerstand leistet. Scheiße. Sir Vernon Buff. Preciso de ajuda, passa aqui qualquer coisa. Clara! Hier stellen wir den Wagen ab. Das ist die beste Stelle dafür. Die Fußgängerzone ist morgens ganz leer. Wie früh macht die Bank auf?
Nein. Und wie sieht's drinnen aus? A mouth, to be able to taste something, must come close to its object. The eye, to be able to see, can remain at a distance from its object. How to face a camera. The horror of being photographed for the first time. Einen zweiten Haltepunkt auf dem Armaturenbrett, auf der Lenksäule oder sogar unten auf der Türe, je nach Länge des Beines. Über diese beiden Punkte, das heißt Arm und Bein, kann sie jetzt Druck nach oben in den Sitz aufbauen und damit den Sicherheitsgurt entlasten. Sie ist jetzt in der Lage, mit der anderen Hand das Gurtschloss zu öffnen, kommt dann langsam mit den Füßen auf die untenliegende Tür herunter, ohne die untenliegende Beifahrerin zu verletzen und steigt jetzt kontrolliert und langsam über die Sitze, wie auf einer Treppe nach oben aus dem Fahrzeug aus. Aber nicht, um jetzt hier herunterzuspringen und davon zu laufen, denn es ist ja noch eine zweite Person im Fahrzeug, sondern hier sollte die Schulung darauf abzielen, durch eine konkrete oder durch eine Kommunikationsaufnahme verbunden mit einer ganz konkreten Zielansprache dafür zu sorgen, dass die zweite Person ebenfalls das Fahrzeug sicher verlassen kann. Erst wenn beide aus dem Fahrzeug heraus sind, sollte man gemeinsam herunterspringen und die Unfallstelle verlassen. Auf den Appellplätzen und rings um die Blocks hat sich wieder das Gras angesiedelt. Ein verlassenes Dorf, noch unheilschwanger. Das Krematorium ist außer Gebrauch. Die Nazi-Methoden sind aus der Mode. Diese Landschaft. Die Landschaft von 9 Millionen Toten. Wer von uns wacht hier und warnt uns, wenn die neuen Henker kommen? Haben sie wirklich ein anderes Gesicht als wir? Irgendwo gibt es noch Kapos, die Glück hatten. Prominente, für die sich wieder Verwendung fand. Denunzianten, die unbekannt blieben. Gibt es noch alle jene, die nie daran glauben wollten? Oder nur von Zeit zu Zeit? Und es gibt uns, die wir beim Anblick dieser Trümmer aufrichtig glauben, der Rassenwahn sei für immer darunter begraben. Uns, die wir tun, als schöpften wir neue Hoffnung, als glaubten wir wirklich, dass all das nur einer Zeit und nur einem Lande angehört. Uns, die wir vorbeisehen an den Dingen neben uns und nicht hören, dass der Schrei nicht verstummt.